Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fritz. Ich musste gerade echt lachen, weil Matthias was geschrieben hat. Und zwar sah man in der ersten Episode Boom Beach, sah man irgendeine Einblendung von Matthias Sandy und die musste ich noch schnell rausschneiden. Ja, keine Ahnung. Ja, eine Biereinblendung. Kennt wer Beer With Me hieß die Einblendung, also hieß die App, glaube ich, und deswegen musste ich gerade noch lachen, weil ich daran gedacht habe, wir werfen jetzt mal eben einen Armeeschub ein und werfen mal eben einen Heldentrank ein, müssen wir eben noch ganz schnell, oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr beruhigen, müssen wir ganz schnell in der CWL angreifen und danach werde ich euch mal erzählen, dass ich einen kleinen Traum hatte von Rathaus 14, obwohl es ja eigentlich noch gar nicht so lange her ist, dass Rathaus 13 kam, 8 Monate ist es her, nicht ganz 8 Monate, ja, dass Rathaus 13 rauskam und den müssen wir mal eben mitnehmen, den Kollegen. Habe ich denn alles? Ja, wir machen das einmal mal spontan. Ich habe jetzt keine Lust, noch so lange rumzurödeln. Ich weiß, es ist ein Rathaus 11er, ich bin Rathaus 13. Ihr dürft nur nicht vergessen, meine Helden sind trotzdem noch auf Rathaus 11 Niveau. Aber egal, das müssten wir eigentlich hinbekommen, Leute. Das müssten wir eigentlich hinbekommen. Ich habe 10 Magier dabei. Alles in Ordnung, hoffentlich. So. Da noch was hin. Paar Magier hingesetzt, damit meine Helden in die Mitte laufen, hoffentlich. Na, der König läuft schon mal nicht in die Mitte. Perfekt. Komm, König. Schließ dich an. Er wird auch hundertprozentig was... Nein, der hat nichts in der Klangenburg. Ernsthaft? Ernst? Na doch, 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 doch. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ich habe Loons in der Klangenburg. So. Und die gehen jetzt nach... Oh, Loons. Okay, die Adler ist weg. Die gegnerische Königin ist weg. Der Inferno-Turm ist weg. Alles in Ordnung. Und jetzt müssen wir eben gucken. Die Gladi lasse ich mir nochmal... Die Gladi lasse ich mir übrig. Die läuft gleich mit den Hawks. Das habe ich noch nie gemacht. Wir werden mal sehen. Okay, die Klarenburg ist auch weg. Erster Stern ist am Start. Königin kann ich mir... Kann ich mir die Königin noch lassen? Ja, warte. Ich bin gerade mal ein bisschen überlegen, wegen des Wutzaubers, weil ich nur einen Wutzauber habe. Die Leiste ist mal wieder viel zu lang da unten. So. Komm. Noch den Magierturm. Komm, noch den Magierturm. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen mit der Zeit hier. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit der Zeit. Nicht, dass ich mich jetzt hier wieder verquatsche und wir es dann nicht schaffen. Das will ich nämlich nicht. Das will ich nämlich nicht. So. 1, 2. Und da schon mal ein Zauber drauf. Und da schon mal ein Wutzauber drauf. Und da mal eben einmal gefreezed. Und Hawks Warden. Okay, ich glaube, ich habe die meisten erwischt. Ich glaube, ich habe die meisten erwischt. Das ist allerdings... Ja, das war ein bisschen blöd. Die waren eh noch in der... Die waren eh noch in dem Radius von der Fähigkeit vom Warden. Und ich habe einfach schon mal den Warden gezündet und trotzdem noch den Heilzauber draufgeschmissen. Aber es ist trotzdem ein Overkill geworden. Ich bin zufrieden. Minimalziel erreicht. Also das, was ich machen musste, das habe ich geschafft. Und das ist zumindest schon mal nicht schlecht. Kaffee. Sieht übrigens sehr gut aus. Hier in der CWL. Ich glaube, wir haben eine Niederlage und sonst nur Siege. Das ist ja auf jeden Fall sehr erfreulich. Moment. Kaffee. So. Das sieht gut aus. Ich habe schon wieder was ausgebildet. Ich habe, glaube ich, allerdings keinen Trainingstrank drin. Das bedeutet, wir müssen mal eben auf die Helden warten. Wir nehmen einfach mal jetzt keine Max-Truppen mit, weil ich sonst zu lange drauf warten muss, höchstwahrscheinlich, weil mir die keiner spenden kann. Aber wir haben noch ein Angebot. Nein, es ist vorbei. Es ist vorbei mit den Angeboten. Okay. Also, eine Kaserne kann ich noch ausbauen. Bohrer kann ich noch ausbauen. Wir machen erstmal den Bohrer. Oder nee, warte mal. In 2 Tagen ist das fertig. Ist der Zauber fertig. Dann kann ich noch was im Labor machen. Schatzkammer. Sagt mir, ist rappelvoll. Okay, die muss mal geleert werden. Okay, wir können hier die Mauer noch machen. Mauer. 4,5 und nochmal 5,4. So, jetzt ist das in der Mitte schon mal weiter fertig. Und jetzt gucken wir mal. 2 Sachen mit Elex. Ist, glaube ich, ein bisschen viel. Wie lange ist es noch? Warte mal. In der Clankriegsliga 1 Stunde. Das haben wir definitiv gewonnen. Sind auf dem Weg. Ja, wir sind definitiv auf dem Weg Richtung Aufstieg. Obwohl wir 2 Mal verloren haben. Ernsthaft? Was ist da denn los? Ja, gut, ich war auch nicht dabei am Anfang. Oh, also. Warum habe ich da eine Heilerin? Oh, warum hat die eine Heilerin ausgebildet? Warum das? So. Ich nehme jetzt mal ein bisschen was mit Dunklem, damit wir ein bisschen Elex sparen können. Das wäre mir ganz recht. So, zack. Und Zauber. 4-mal Erdbeben. Und dann reden wir auf jeden Fall gleich noch drüber, über das,
was ich denn so geträumt habe heute Nacht. So, dann noch eine Belagerungskaserne, wir haben ja noch wir haben noch Machttrank und auch noch Heldentrank drin. Aber 2 Tage, 2 Stunden dauert das. Ich habe auch noch ein Buch wahrscheinlich. Nein, habe ich nicht. Ich habe kein Buch der Zauber. Ernsthaft? Ach, weil ich noch kaum weitergespielt habe. Doch, habe ich. Haha. Buch der Zauber haben wir. Dann können wir doch schon was im Labor machen. Und zwar mit Elixier. Was machen wir denn? Miner. Wir müssen die Miner mal machen. Ich habe die auf 1. Das geht überhaupt gar nicht. So. Jetzt noch den Bohrer für 3,15 und noch eine Goldmine. Wie lange haben wir dann wieder? 1 Tag, 15 Stunden, alles klar. Das passt. So, jetzt erzähle ich euch das mal. Also, wie man das ja nachts so macht, habe ich gestern ein bisschen geträumt. Und da dachte ich mir so im Traum, also irgendwie so wie so eine kleine Rückblende, ne? Ihr kennt das so, diese Hafenmusik setzt ein und dann kommt so eine kleine Rückblende und man denkt so, da ist gerade die Aufnahme von Rathaus 13 mit dem Yeti und mit der Gladiatorin und so weiter und so fort. Es war super. Dann kommt eine kleine Zeitreise zu den Supertruppen und ich dachte mir nur so, das war jetzt ja gar nicht mal so gut, meiner Meinung nach. Das Update fand ich ja jetzt mal gar nicht so gut. Und dann dachte ich mir so, da muss man doch mal irgendwie, keine Ahnung, da muss mal wieder irgendwas kommen. Und plötzlich stand es vor mir. Rathaus 14 in seiner ganzen Pracht, in seiner ganzen Herrlichkeit stand es vor mir und es war grün. Dunkelgrün, so wie ich mir Rathaus 13 schon gewünscht hatte. Allerdings, ja, das ist lila im Winterlook Rathaus 13, muss man sagen, es ist ja okay, es sieht gut aus. Nur ich hatte ja vorher spekuliert, es wird grün und Rathaus 14, es war grün. Und es hatte komischerweise keine Verteidigung auf dem Dach. Wahrscheinlich war ich im Traum einfach nicht kreativ genug, mir da eine Verteidigung auszudenken. Keine Ahnung. Vielleicht war sie auch noch in dem Dach drin und sie kam noch irgendwann raus. Das ist ja jetzt irgendwie so, finde ich, das Problem, eigentlich das Supercell-Problem. Dadurch, dass sie ja einmal angefangen haben, die Verteidigung auf das Dach drauf zu klatschen, müssen sie das ja jetzt bei jedem weiteren Rathaus im Endeffekt auch machen und irgendwann gehen ihnen wahrscheinlich die Verteidigungen aus. Denn wir hatten Giga-Tesla und Giga-Inferno. Die Frage ist, was kommt denn dann danach? Was kommt nach dem Giga-Inferno bei Rathaus 14? Und wir wissen ja leider auch, es wird 18 Monate dauern. Die Zeitspanne zwischen Rathaus 13 und Rathaus 14 wird 18 Monate sein. So haben sie es zumindest geplant. Das ist irgendwie ein bisschen lang, finde ich. Und wir haben jetzt hier auch keine 2 Sterne geholt. Leider, aber 1 Stern reicht auf jeden Fall auch erstmal aus. Ja, das ist schon übel. Also, 18 Monate. Also jetzt noch ein Jahr. Jetzt noch ein bisschen weniger als ein Jahr. Oh Gott. Oh Gott. Alter, ey. Wie lange sollen wir denn warten auf Rathaus 14? Ohne Scheiß. Alter. Ich kann nicht so lange warten. Ich kann doch nicht so lange warten auf Rathaus 14. Spiele ich da noch? Spielst du dann noch, der das gerade guckt? Fragen über Fragen im Endeffekt, ne? Man weiß es nicht, ob man auch selber spielt oder ob man nicht spielt. Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage auf jeden Fall. Ja, das wird man dann mal absehen müssen oder abwarten müssen. So, jetzt kommt. Kümmert euch doch mal bitte eben um den Zerschmetterer. Bitte, bevor die Kampfmaschine da ist, mal einmal um den Zerschmetterer kümmern. Ja, so. Jetzt muss ich mal eben ein bisschen reinkloppen hier. So, da wird wahrscheinlich irgendwo eine Falle sein oder so. Kümmern wir uns mal eben um den Wachposten da vorne. Jetzt gehen wir dann da vorne rein. Kümmern uns mal eben da drum. Nicht in den Zerschmetterer, Leute. Nicht da rein. Nein, nicht in den Zerschmetterer. Oh, guck, die Kampfmaschine. Okay, die kann ich mal zünden. Also alles in so einem Dunkelgrün gehalten. Ich muss sagen, das würde mir wirklich super gefallen. Also ich glaube, das würde mir wirklich sehr gut gefallen. Ey, dunkelgrüne Mauern, die leuchten, vielleicht auch mit so einer dunkelgrünen Lava überzogen oder so. Die Magiertürme grün, die Bogentürme noch grüner, die Kanonen grün. Also, ich muss sagen, der Gedanke daran, der gefällt mir schon. Wir können ja gleich mal ganz kurz in meinen 13er gucken, wo man erstmal jetzt einen Schluck Kaffee noch winkt. Vor allem, was soll dann oben auf das Rathaus drauf? Eine Adler-Dev? Soll dann eine Adler-Dev da drauf oder kommt vielleicht bis dahin, was ja meine Vermutung ist, noch eine neue Verteidigung? Es könnte auch ein Katapult drauf kommen. Giga-Katapult. Keine Ahnung. Denn, also sie werden wohl keine Adler-Dev draufklatschen. Denn warum sollten sie das tun? Es macht überhaupt keinen Sinn.
denn das Rathaus verteidigt sich ja quasi auf kurze Distanz und macht auf kurze Distanz die Angreifer kaputt. Und die Artelef hat so einen großen toten Winkel, wo sie halt nichts kaputt machen kann. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und deswegen eine Artelef aufs Rathaus zu packen, finde ich jetzt unlogisch. Ich fand die Artelef damals eh geiler, wo sie rauskam, als jetzt. Ach, 100% schon wieder kassiert, ist egal. Wir haben zumindest schon mal wieder was geholt. So, was haben wir hier denn? 1000 Gebäude in Mehrspielerketten. Spenden muss ich noch. Helden zerstören muss ich noch. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Wir brauchen noch etwas. Wir haben natürlich noch keine einzige Truppe erhalten. Das ist einfach mal super, obwohl ich ja nicht mal eine... Ja, go, 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 go halt. Brauche ich auch mal irgendwann Truppen hier, sonst wird das nichts mehr. Also irgendwie... Sonst komme ich hier gar nicht mehr in die Pötte, Leute. So, also. Wo waren wir denn stehen geblieben? Also, hier haben wir ja Modell Nummer 13 und beim 13er haben wir ja den Giga Inferno-Turm. So, mal gucken. Community-Freunde, da bin ich. So, besuchen. Gucken mal drauf. Ich habe hier soweit alles maxed. Und wir sehen das, ne? Alles schön, also bis auf ein paar Mauern. Die Mauern hier fehlen noch, beziehungsweise sind ja sowieso nicht alle freigegeben. Dann bin ich soweit, es geht maxed. Und wir sehen ja hier schon alles... So ein bisschen winterlich, eismäßig gehalten, der ganze Krempel hier, sage ich jetzt mal. Alles in so einem dunkelgrün, Leute. Oder wäre das was oder wäre das nix? Ich sage persönlich, das fände ich schon ganz cool, muss ich sagen. Das muss man ja mal so festhalten. So, dann würde ich mal sagen, wir reden gleich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Kurzer Cut und bis gleich. Okay, ich habe gerade einmal gefailt, musste die ganze Armee neu ausbilden. Und das Problem ist jetzt, ich habe nicht mal einen Mauervernichter dabei. Alles klar, da müssen wir das ein bisschen anders angehen. Warte mal. Dann gehen wir hier rein. 1, 2, 3, 4. So, dann sprengen wir das da offen. Das ist alles, Leute, kein Problem. 1, 2, 3. So, Moment. Hinterhergesetzt. Ich werde den King opfern müssen auf der Seite, damit da mal eben was weggeht. So. Leute, ihr bitte alle in die Mitte rein. Dankeschön. So, zack, zack, zack. Und wir lassen uns... Wir lassen uns dieses Mal das übrig... Nein, die Bowler. Ihr wollt mich denn verarschen? Lauf doch jetzt in die Mitte. Bitte, Leute. Lauft in die Mitte. Es kann nicht so schwer sein. Dankeschön. Es kann alles nicht so extrem schwer sein, Leute. Wir haben noch einen Zeppelin. Alles kein Problem. Zeppelin ist noch am Start. Die ganzen Bowler sind auch noch da. Warum auch immer die da alle rumlaufen jetzt. Aber ich wollte eh nur zwei Sterne... Oh, zwei der Sterne schon am Start. Warte mal, dann können wir das so machen. Dann schicken wir das da oben drauf. Oh, das Zeppelinchen, warte mal, das fliegt jetzt ein bisschen weiter in die Mitte, das werde ich jetzt runterholen. So, damit das da drauf geht. Oh, die Gladi hat echt durchgehalten. Da sind jetzt leider nur zwei Yeti drin, mir fehlte noch die Valkyrie. Aber trotzdem, ich bin zufrieden. Die Yeti sind ganz gut noch unterwegs gewesen. Oh, die Gladi hat es jetzt endgültig zerrissen, die ist allerdings, die ist Level 15 durch den Zauber. Da bringt er schon richtig viel. So, die Yeti machen schon ein bisschen Stress, gehen jetzt auf den Turm drauf. Oh, das wären 100% wäre natürlich so geil gewesen hier. Aber der Loot, den nehme ich natürlich auch ganz gerne mit. So, das noch. Also es ist zumindest knapp gewesen. Oh, so knapp. König lebt noch, die ganzen Barbaren sind noch dabei. Da ist noch ein Bowler. Die sieht ja auch aus, wird knapp. Aber ich schaffe leider nicht ganz. Da ist noch eine Falle. Nein, ist keine Falle mehr. Kommt, Leute, noch den einen Turm. Wenn wir den noch holen, dann habe ich vielleicht noch Hoffnung. Oh, komm. Oh, der ist weg. Jetzt ist die Frage, was macht der Bowler? 53, 52, komm. Reicht das nicht noch irgendwie? Habe ich nicht noch irgendwo was, wo man so guckt, ob man nicht noch irgendwo was hat, das man noch setzen könnte vielleicht, aber es wird nicht reichen. Zumindest kriegen wir das Dunkle noch. Ansonsten sieht es aber ein bisschen mager aus. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Aber das wird jetzt schon sehr viel Hoffnung brauchen. Eins, zwei, nein, leider nicht. 97% ist egal, aber ich fordere euch jetzt einfach mal dazu auf, bitte mal in den Kommentaren ein bisschen mitzudiskutieren,
ist denn die Zeitspanne von 18 Monaten für ein neues Rathauslevel zu viel oder ist das genau richtig? Denn wir müssen ja uns immer vor Augen führen, dass ja mittlerweile so viele Sachen ins Spiel gekommen sind, die ja quasi den Fortschritt im Dorf doch um einiges beschleunigen. Magische Items, Hammer, das, was man ja alles so bekommt bei Clanspielen, bei Saisonherausforderungen. Die CWL wirft ja auch ab und zu schon mal recht guten Loot ab. Und ja, es gibt Ereignisse noch dazu und das ist, sind halt alles so Sachen, wo man denkt, das ist aber doch ganz schön viel Loot, den man da bekommt. Und da muss man sich ja mal fragen, ob das nicht eine etwas zu große Zeitspanne vielleicht ist, diese 18 Monate. Oder ob Supercell nicht vielleicht sagen sollte, so einmal im Jahr vielleicht ein neues Rathaus? Wäre das nicht was? Also, es ist jetzt keine Aufforderung oder keine direkte Kritik. Das ist einfach mal so ein Diskussionsanstoß, will ich das jetzt mal bezeichnen, für euch, damit ihr mal ein bisschen mit überlegen könnt, ist das denn eine zu große Zeitspanne oder ist sie genau richtig oder ist sie vielleicht sogar zu klein? Das würde ich jetzt eher nicht sagen. Also 18 Monate finde ich, wenn dann passend, aber auf keinen Fall zu klein. Die Zeitspanne ist in meinen Augen ist ja auf keinen Fall zu klein, so da oben da drauf. Damit wir hier die 100% nochmal mitnehmen, ne? Wäre das was oder wäre das nix? Die will ich jetzt auf jeden Fall noch mitnehmen zum Abschluss. So, ich muss gleich auch unbedingt noch ganz schnell den Angriff im Mami-Clan machen offscreen, damit ich da noch in der CWL angreifen kann. So. Aber das läuft. Das läuft, 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 100% haben wir nochmal wieder hier was, zumindest am Ende nochmal gerissen. So, bin ich zufrieden? Ja, perfekt. Ich kann euch mal eben noch den Fail von eben zeigen. Zumindest die Daten dazu. So, da drauf gehen und da drauf. 64% ein Stern. Naja, das war gar nichts. Das war gar nichts. Das war überhaupt nichts, war das. Null, nada, niente. Und dann würde ich mal sagen, sind wir am Ende von dieser Episode. Wir werden jetzt hier die Max-Truppen rausnehmen. So. Und dann sehen wir uns in einer neuen Episode wieder. Clash of Clans mit dem Fred. Ups, keine 4. Keine 4. So. Bis später. Macht's gut. Tschüss.